Moin Leute, Servus und willkommen zum Let's Play der Guild Wars 2 Beta vom 27.04. bis zum 31.04.2012. So, da sind wir gerade im Login-Bildschirm und an der Seite sehen wir schon hier die coole 2 in Form eines Drachens oder der Drache in Form einer 2, der richtig geil animiert ist hier schon mit diesen Backgrounds, die hier durchswitchen, also wirklich sehr geil gemacht. Allein schon der Login-Bildschirm. So, aber ich würde sagen, wir loggen uns mal ein. So. Ab geht's. Ich hoffe, es geht alles, denn die Guild Wars 2 Beta ist noch so ein bisschen laggy und es hat gestern auch, also am Freitag, sehr, sehr viel nicht funktioniert. Wir wurden oft rausgeworfen oder kamen erst gar nicht rein und so weiter. Mal gucken, ob es jetzt alles klappt. So, ich würde sagen, für das Display erstelle ich einen neuen Charakter. So, erstellen. So, und da haben wir am Anfang erstmal die Auswahl zwischen den fünf Klassen, zwischen den fünf Rassen. Den Char, den Menschen, den Norn, den Asura und den Silvari. Die Asura und Silvari sind momentan noch nicht verfügbar, sondern dann erst in der Vollversion oder in einem der nächsten Beta-Events. Das weiß ich nicht. So, aber ganz kurz was zu den Rassen. Da haben wir die Char. Das ist quasi ein katzenähnliches Volk, das aber sehr, sehr viel monströser und gewalttätiger als eine Katze ist. Und auch generell sind die Char ein sehr kriegerisches Volk. Und die kämpfen schon seit einiger Zeit gegen die Menschen. Da die Menschen, als die damals nach Tyria kamen, die Char aus ihrem Lebensraum verdrängt haben. Und das haben sich die Char eben nicht gefallen lassen und haben die Menschen wieder zurückgedrängt. Und haben ihren natürlichen Lebensraum wieder eingenommen. So, da haben wir die Menschen. Wie gesagt, die kamen irgendwann dann nach Tyria und haben sich dort angesiedelt. Tyria ist die Welt von Guild Wars. Ansonsten sind die Menschen eigentlich ein ganz normales Volk, wie wir Menschen eben kennen. Und da haben wir noch die Norn. Das ist ein sehr, sehr menschenähnliches Volk, allerdings viel, viel größer und kräftiger als ein normaler Mensch. Und die leben in kalten Gebieten, nämlich den Zittergipfeln. So die Asura, die jetzt natürlich nicht auswählbar sind. Das ist ein sehr, sehr intelligentes Volk, die auch sehr, sehr gut mit Magie und der Technik umgehen können. Die Asura, die haben früher unter der Erde gelebt, aber mittlerweile wurden sie dann an die Erdoberfläche verdrängt aufgrund der Zerstörer. Und ja, jetzt leben sie halt dort, wo die anderen auch leben. Und da haben wir noch die Silvari. Das ist ein pflanzenähnliches Volk. Die wachsen aus einem Baum heraus. Und der Baum wurde damals von einem Zentauren namens Ventari gepflanzt. Der ist dann gedeiht und dann wachsen da jetzt die Silvari draus. Deswegen sind die Silvari auch noch ein sehr, sehr junges Volk, weil diesen Baum gibt es noch nicht so lange. Also in Guild Wars 1 wurde dieser Baum erst gepflanzt. So, so viel zu den Rassen. Ich nehme einen Mensch, so einmal weiter, einen weiblichen Mensch, weiter. Und da haben wir jetzt noch die 8 Klassen. Da will ich jetzt gar nicht so arg drauf eingehen, sondern ich erzähle nur ganz kurz, was es alles gibt. Nämlich den Elementarmagier, den Krieger, den Wächter, den Ingenieur, den Mesmer, den Dieb, den Nekromant und den Waldläufer. So, aber ich nehme den Wächter. Das ist quasi momentan so meine Lieblingsklasse. Der Wächter ist quasi eine Mischung aus Krieger und einem Holy Magier. Also er kann Schaden austeilen, hat aber auch gute Schutzzauber, kann Zustände entziehen und so weiter. Heilen kann er auch. Also eine sehr, sehr vielfältige Klasse und gefällt mir persönlich eigentlich auch ganz gut. So, weiter geht's. Und jetzt können wir nochmal unseren Charakter auch anpassen. Hier will ich auch nur ganz, ganz schnell durchgehen, kurz zeigen, was geht, aber auch das alles schnell hinter mich bringen. Also erstmal können wir die Größe auswählen hier. So, lassen wir sie ein bisschen kleiner, die Frau. Und dann noch den Körperbau. Dazu blende ich die Rüstung mal ganz kurz aus. So, da können wir auswählen. So einer, so, so oder ein bisschen dicker. Aber ich nehme mal den hier. So, da haben wir die Kopfoption. Da können wir das Gesicht auswählen hier. So, so. Ich nehme mal das Gesicht und auch noch die Hautfarbe. Also eher was Dunkleres oder eben was Helleres. So, da haben wir die Frisur. Da nehme ich mal die Frisur in einem schicken Dunkelrot. So, wenn uns dieses Gesicht nicht gefallen sollte, können wir das auch nochmal personalisieren. Also wir haben hier verschiedene Optionen, Augen, Nase, Mund und Kinn und Kiefer. Und da auch nochmal Unterkategorien wie Augenwinkel und so weiter. Und können da nochmal ganz schön hier schick unser Gesicht anpassen, so wie wir es haben möchten. So, werde ich aber jetzt nicht machen. Also mir reicht das vorgefertigte Gesicht hier. Und
Zum Schluss können wir noch ganz kurz unsere Rüstung einfärben. Das geht übrigens immer wieder im Spiel. Also sobald wir eine neue Rüstung bekommen, können wir die immer wieder mit dieser Farbpalette hier färben. So, ich mache mal ganz kurz mein Standard-Ding hier, mein Standardschema, das. Schön in Rot, passend zu meiner Haarfarbe. Halt, das in Rot, so. Hier, so, sehr schick, alles klar. Und das ist jetzt unsere Wächterin. Jetzt werden noch ein paar Sachen festgelegt, die unsere persönliche Geschichte beeinflussen. Inwiefern sie die beeinflussen, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall tragen sie einen Teil dazu bei. So, dann nehme ich mal Charisma. Und hier können wir zum Beispiel auswählen, wo wir herkommen, ja, von der Straße, ob wir bei einfachen Leuten aufgewachsen sind oder eben aus dem Adel. Ich nehme mal aus dem Adel. So, und hier können wir noch was auswählen, was wir bereuen. Zum Beispiel, dass wir nie nach unseren Eltern gesucht haben, dass wir den Leichnam unserer Schwester nie gefunden haben oder dass wir nie im Zirkus aufgetreten sind. Also ich nehme mal das mit dem Leichnam der Schwester, das klingt irgendwie ein bisschen monströs. Ich finde das ganz cool. So, und da können wir jetzt noch eine Gottheit auswählen. Da nehme ich mal die Duena. Das passt meiner Meinung nach ein bisschen zum Wächter. So, weiter geht's. Jetzt kommt noch der obligatorische Name. So, der Morg Let's Play. Hey, wer hätte das gedacht? Und weiter geht's. Jetzt kommt auch gleich der erste Teil unserer persönlichen Geschichte. Einst herrschten die Menschen über Tyria. Jetzt können wir kaum die Stellung halten. Man hat uns bezwungen, zurückgeworfen und erniedrigt. Aber wir geben nicht auf. So viele Nationen sind gefallen. Nur Kryta bleibt standhaft. Wir sind stark im Glauben, obwohl die Sechs schweigen. Wir werden tapfer sein und Widerstand leisten in Götterfels. Die Stadt ist mein Zuhause. Ich stamme aus noblen Verhältnissen, aus Götterfels. Adel und Privilegien bringen Verantwortung mit sich. Ich beschütze die mir unterstellten einfachen Leute. Sie glauben an mich. Ihr Vertrauen ehrt mich. Ich werde sie nicht im Stich lassen. Heute wollte ich mich vor die Stadttore wagen und die Welt mit eigenen Augen betrachten. Aber als ich Shemor erreichte, wurde es von Zentauren belagert. Unschuldige Dorfbewohner sind in Gefahr. Sie brauchen Hilfe. Ich zeige den Menschen, dass wir siegen können, dass es noch Hoffnung gibt. Dies ist meine Geschichte. So, das war sie also. Unsere Geschichte, zumindest der erste Teil. Okay, und jetzt kommen wir auch schon gleich ins Spiel. Wie ihr gesehen habt, also wir sind adelig, wir kommen aus der Stadt, haben uns kaum mal rausgewagt und schon wird das Dorf in vor Götterfels von Zentauren angegriffen und die werden wir jetzt zurückschlagen. So, und da sind wir im Spiel, stehen schon hier schön hinter Götterfels. Wobei, momentan können wir nur das Tor von Götterfels sehen. So, und da ist schon der Questgeber hier mit dem schönen grünen Sternchen über dem Kopf. Alle rüber zum Gasthaus. Yes. Und das machen wir auch gleich. Aber bevor wir zum Gasthaus laufen, will ich noch ganz, ganz kurz auf das Skillsystem von Guild Wars 2 eingehen. Dass sich das eigentlich meines Wissens nach von allen anderen MMO-RPGs unterscheidet. So, wir haben hier unsere Skillleiste. Und die ersten 5 Skills werden von den Waffen beeinflusst, die wir tragen. Die ersten 3 von der Haupthandwaffe und die nächsten beiden von der Nebenhandwaffe. Ist es eine Waffe, die eben ein Zweihänder ist, dann werden alle Skills sofort davon beeinflusst. So, wie ihr seht, können wir momentan nur den ersten Skill anwenden. Das liegt daran, dass wenn wir zum ersten Mal mit einer Waffe kämpfen, die Skills
erst freischalten müssen. Den ersten Skill haben wir immer, aber den zweiten, dritten, vierten, fünften, je nachdem, müssen wir erst freischalten. Und das machen wir, indem wir einfach damit kämpfen. Also wir kämpfen einfach gegen Gegner und dann füllt sich nach und nach das Symbol des zweiten Skills. Und wenn es voll ist, dann können wir den zweiten Skill auch benutzen. So, das zu den ersten fünf Skills. Der sechste Skill ist ein Heilskill. Da können wir später dann einen von vier Stück auswählen. Die nächsten drei hier müssen wir aber erst freischalten. So, dann haben wir 7, 8 und 9. Das sind auch nochmal klassenspezifische Skills, die wir allerdings auch erst freischalten müssen. Und da haben wir noch den letzten Skill. Das ist ein Elite-Skill, ein besonders starker Skill. Und den können wir aber auch erst, wie wir hier sehen, ab Level 30 freischalten. So, und da haben wir noch hier Tugenden. Die haben jetzt hier beim Wächter immer eine passive und eine aktive Fähigkeit. Der zum Beispiel macht passiv, dass jeder fünfte Angriff Verbrennen zufügt. Und wenn wir ihn aktivieren, dann wird der nächste Angriff auf jeden Fall Verbrennen zufügen. Und der hier hat die passive Fähigkeit, dass wir immer Lebenspunkte regenerieren. Und wenn wir ihn aktivieren, dann heilen wir uns und auch noch Verbündete in unserer Nähe. So, aber das war es erstmal zu den Skills, so im Allgemeinen. Jetzt gehen wir weiter zum, zum Gasthaus ganz genau. Und sprechen mit einer Leutnantin. Bevor ich hier Scheiße laber, ne? So, da werde ich hier schon angegriffen. Das ist ja fies. So, und da ist das Gasthaus. Da gehen wir rein. Und da vorne ist unser nächstes Questziel. So. Weiter, Saschenko. Feldwebel, noch mehr Zentauren auf der anderen Seite des Dorfes. Hauptmann Thackeray fordert Verstärkung bei der Festung an. Wenn er Hilfe anfordert, muss es ernst sein. Aber ich kann niemanden entbehren. Ich gehe hin. Hauptmann Thackeray war immer für Götterfels da. Ich werde ihm helfen, wo ich kann. Balthasar segne euch. Mit dieser Einstellung siegen wir. Viel Glück! So, wir helfen jetzt also Logan Thackeray gegen die Zentauren. Oder im Kampf gegen die Zentauren. Logan Thackeray ist einer der fünf Helden in Guild Wars 2. Jede Rasse hat quasi seinen eigenen Held. Also Logan ist der Held der Menschen. Die Norn haben Air. Die Asura haben... ich habe den Namen vergessen. Zosha, genau, Zosha ist dann der Held der Asura. Die Silvari haben Kefi. Und, oder Cave und die Char haben Ridlock Brimstone. Da gibt es auch ein ganz geiles Buch, in dem man quasi sieht, wie die fünf Helden zusammenkamen und was sie so alles erlebt haben vor Guild Wars 2. Nämlich das Buch Die Herrschaft der Drachen, habe ich gelesen, ist ein sehr, sehr geiles Buch von Guild Wars. Und so, da sind wir quasi jetzt bei unserem ersten Quest. Ah, da vorne ist das Tor schon offen. Normalerweise ist das zu und wir müssen erst ein paar Zentauren erledigen, bevor wir hier durch können. Aber anscheinend haben das schon andere Spieler für uns erledigt und wir können direkt durchgehen. So, und das ist auch eine Besonderheit von Guild Wars. Da ist eben ein neues Quest aufgetaucht und hier sehen wir einen Balken. Und dieser Balken füllt sich, wenn wir quasi, wie ihr hier seht jetzt, die Aufgabe des Quests erledigen. Also wir haben keine vorgegebene Anzahl an Gegnern, die wir töten müssen, sondern wir müssen einfach so lange Gegner töten oder halt eine bestimmte Aufgabe erledigen, bis dieser Balken voll ist. Und damit wird so ein bisschen auch Grinding vorgebeugt. Und wie ihr seht, ich muss gar nicht selbst mitmachen, damit der Balken sich füllt, sondern das hilft auch schon, es reicht schon, wenn unsere Mitstreiter das machen. Also das reicht auch schon. Also man kämpft quasi immer im Team. Das ist eigentlich auch ganz witzig. So, aber ich bin ja auch nicht faul, also ich will schon ein bisschen helfen. Und deswegen, sobald hier die nächste Welle kommt, da vorne ist sie auch schon, werde ich hier ein bisschen mitschlachten, denn wir haben hier auch noch keine Skills freigeschaltet und die will ich ja auch freischalten. So, Angriff. So, und jetzt seht ihr schon da unten, der Skill, der füllt sich, ja. Wenn wir hier angreifen, zack, und schon, bam, haben wir hier den zweiten Skill. Den führen wir aus und schon füllt sich hier der dritte Skill auch noch. Also es geht ziemlich schnell. Die Skills sind sehr, sehr schnell verfügbar, gerade jetzt auch am Anfang. So, jetzt kommt noch der böse Endboss hier, quasi der Boss-Zentaure, aber den können wir gar nicht töten. So, dem folgen wir jetzt und dann kommt gleich der krasse erste Endboss hier im Spiel. Ich muss sagen, das Anfangsquest,
der jeweiligen Rassen ist immer richtig, richtig geil, da die immer verbunden sind mit einem geilen Endboss, wie wir hier gleich sehen, ein fettes Erdelementar. Also sowas gibt es, glaube ich, auch in keinem anderen Rollenspiel, dass man gleich zu Anfang schon mitten ins Getümmel geworfen wird und fette Endgegner kommen und die besiegen muss und so weiter. Also ist wirklich ganz, ganz cool gemacht. Ist kein Standardeinstieg ins Spiel, von wegen töte 10 Hirsche und sammle 10 Kräuter, sondern hier kommt gleich mal so ein fettes Erdelementar und das müssen wir wegficken. So, das Schlimme an dem Vieh ist, dass es immer so komische kleine Erdelementare beschwört, die uns da irgendwie one-hitten. Aber da kann ich euch auch gleich mal zeigen, ja, da kommt es auch schon, wie sich das verhält, wenn man stirbt. Denn wenn man stirbt, ist man nicht sofort tot, man hat noch die Chance, wenn man den Gegner besiegt, der uns getötet hat, so wie jetzt gerade, zurückzukommen ins Spiel und weiterzukämpfen. Also das geht auf jeden Fall auch. Also wenn man stirbt, ist man nicht sofort tot. Dann kommt man nochmal in diesen kleinen Überlebensmodus und erst wenn man da stirbt, ist man dann vollkommen erledigt. Also so ähnlich auch wie in Call of Duty, da gab es ja auch so einen Perk, mit dem man nicht sofort tot war. So, und wir kloppen weiter auf das, was auf die Erdelementarhand ein und bringen sie zur Schnecke hier. Protzen sie weg. Bam, bam, bam. Die geht auch relativ schnell down, also ist kein mega schwerer Gegner oder so, aber trotzdem finde ich, für den Anfang ist es ein sehr, sehr geiler Gegner, also ich weiß nicht, ist einfach richtig cool gemacht auf jeden Fall, also die Anfangsquests gefallen mir sehr, sehr gut. So, den hätten wir auch gleich, er geht down, noch ein ganz kleines Fitzel seiner Lebenspunkte sind übrig und jetzt haben wir ihn. So, und da sind wir jetzt in Königinthal. Das erste Areal als Mensch in Kryta. Wo bin ich? Was ist passiert? Ihr wurdet verwundet, als der Elementar explodierte. Hauptmann Thackeray hat euch persönlich hergebracht. Ihr wart 3 Tage ohne Bewusstsein. Ihr hattet viele Besucher, Bürger, die ihr gerettet habt, einige Seraphen und sogar einen Adligen aus der Stadt. Er kam mehrmals her. Das ist bestimmt Fürst Farn. Ich muss ihn aufsuchen, sobald es mir besser geht. Was sollte ich jetzt tun? Frische Luft und Bewegung sind die beste Medizin. Die Göttin Dwayna hat euch geholfen. Vielleicht könntet ihr anderen helfen. Das werde ich. Danke, dass ihr euch um mich gekümmert habt. Mögen die Götter euch segnen. Im Tal ist vieles zu tun. Dwayna schütze euch. So, und damit sind wir jetzt mitten im Spiel. Das erste Quest wäre erledigt. Und wir können noch eine Belohnung aussuchen. Ich nehme mal den Fokus. Und damit haben wir auch schon eine zweite Waffe. Die rüste ich aus. Bam, und schon sind die nächsten beiden Skills mehr oder weniger verfügbar. Die müssen eben noch freigeschaltet werden. So, wir bewegen uns mal ganz kurz hier raus aus dem Dorf. Hey, hier drüben. Da ist schon das nächste Quest. Wollt, was im Tal vor sich geht. Aber ich will euch noch ganz kurz den Eingang der Menschenstadt zeigen, nämlich Götterfels. Guckt euch das mal an, ey. So richtig geil. Und ich muss sagen, in Götterfels sieht es auch nicht weniger monströs aus. Also wirklich, die Hauptstädte in Guild Wars sehen einfach nur gigantisch aus. Also riesengroß und voller Detailreichtum. Also es ist wirklich unheimlich genial, was die Entwickler da auf die Beine gestellt haben. So, aber ich würde sagen, ja, die Framerate bricht gerade so ein bisschen ein. Das machen wir alles im nächsten Part. Da zeige ich noch ein bisschen was von Götterfels und mache noch ein, zwei Events, damit ihr einfach ein bisschen seht, wie das Ganze so in Guild Wars abläuft. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis bald. Ciao.